Ich grüße euch recht herzlich. Das Thema Hypnose geht heute weiter. Immer wieder werde ich gefragt, was ist Hypnose? Und warum fragt man mich das immer und immer wieder? Es liegt daran, dass viele schauerlichen Geschichten über die Hypnose verbreitet wurden. So haben viele Menschen auch heute noch Angst, zum Hypnotiseur zu gehen. Sie haben Angst, dass sie in einen Zustand der absoluten Willenlosigkeit getrieben werden. Doch das sind Horrorgeschichten. So ist es absolut nicht. Hypnose ist endlich frei sein, endlich leben, wie ich will. Für jeden Menschen gibt es viele Möglichkeiten, sein Leben so zu leben, wie er es möchte. Er muss bloß wissen, wie er es machen soll. Und ist er in der Lage, seine Situation zu erkennen? Nimmt er diese wahr? Mit Hilfe seines Unterbewusstseins kannst auch du jedes Ziel positiv erreichen. Dabei musst du dich unbedingt von allen allgemeinen und althergebrachten Vorstellungen über Hypnose verabschieden. Mit Hypnose wird ein jahrtausendes, aber zeitgemäßes Verfahren angewandt und ist eine Form von Tiefenentspannung bei wachem Bewusstseinszustand. Es gibt keine bessere Therapie, Körper, Geist, Gefühl und Seele zu verbinden, als mit einer Hypnose. Heute möchte ich auf die Partnerschaftsprobleme mal eingehen. Dieses gibt es, seit es Menschen gibt, ja, bereits schon im Paradies zwischen Adam und Eva. Und es ist absolut keine Frage des Alters. In meiner täglichen Arbeit sind Partnerschaftsprobleme die Nummer eins. Bei meinen Klienten bzw. Probanden erkenne ich mit ihnen in der Hypnose den Kern ihres Problems. Während wir in die Tiefe der Seele gehen, entspannt sich der Körper und sendet ehrliche, wahre Signale aus. Und so kommen automatisch auch Lösungen. Lösungen für beide Seiten. Nun gebe ich euch einen kleinen Auszug meiner Hypnosearbeit. Die Lösung dafür ist, es tut nicht weh. Man braucht keine Medikamente. Man muss es nur wollen. So, und nun schaut euch diese Hypnosesitzung an, wie sie abläuft. Du fühlst dich wohl. Alles ist wunderbar. Ich habe dich jetzt runtergefahren. Und du spürst einfach eine Ruhe und Gelassenheit in dir. Deine Augen sind geschlossen. Nichts ist mehr wichtig. Gar nichts ist wichtig. Du fühlst dich so entspannt. Tiefer fällst du. Tiefer fällst du. Du fällst tiefer und tiefer. Du fühlst dich wohl. Eine Gelassenheit ist in dir. Wunderbarer Friede. Du lässt dich jetzt ganz von meinen Worten leiten. Du hörst nur auf meine Stimme. Alle anderen Geräusche, die du eventuell wahrnimmst, sind absolut nicht wichtig.
Sie kehren nicht in dein Bewusstsein ein. Du konzentrierst dich nur auf meine Stimme. Ich habe jetzt das Sagen, denn du willst und du wirst mir folgen. Ich führe dich. Lass dich fallen. Sei sicher, dass ich dich an der Hand habe. Du bist tiefer und tiefer. Du fällst tiefer und tiefer. Gelassenheit ist in dir. Und jetzt führe ich dich an einen Punkt. An einen Punkt, wo du glücklich sein kannst. Wo du Friede findest. Und wir dein Problem lösen werden. Denn du hast zu mir gesagt, ich will mich befreien. Das Problem soll gelöst werden. Und das Problem ist weg. Es ist weg in dem Moment, wo ich sage, öffne die Augen. Aber jetzt schließt du die Augen. Du hältst sie geschlossen bis zu dem Satz, was ich dir sage. Stell dir vor, du bist an einem Strand. Wenn du diesen Strand vor deinem geistigen Auge hast, so nicke bitte. Sehr schön. Du stehst an diesem Strand und es ist ein wunderbarer Sandstrand. Er fühlt sich warm an, aber auch feucht, aber nicht kalt. Denn du stehst mit nackigten Füßchen in diesem Strandsand. Dein Blick wandert über das Wasser, über das Meer. Du siehst, wie die Wellen leise plätschern. Du hörst es sogar. Vernimmst du das? Dann nicke bitte. Sehr schön. Immer wenn ich dich frage, und es ist ein Ja, nickst du, wenn ich kein Nicken bekomme, weiß ich, dass du noch nicht in der Tiefe bist. Verstanden? Du folgst meiner Stimme. Du schaust über das Meer und hast den dringenden, den unbändigen Wunsch, all deine Probleme jetzt ins Meer zu schmeißen. Es soll alles weg sein. Jetzt schaust du den Strand entlang dir an. Du siehst die Weite. Kein Mensch ist da. Nur du stehst da. Du ganz alleine. Aber das ist für dich schön. Ja, du fällst tiefer diese Hypnose rein. Sehr schön. Es freut mich. Du lauscht weiter meiner Stimme. Gelassenheit ist in dir. Wie du jetzt so diesen Strand dir ansiehst, siehst du ein kleines Kind mit einem Stöckchen vor dir hüpfen. Du schaust dir dieses Kind an und denkst, was macht es jetzt? Und du siehst, wie dieses Kind Zahlen in den Sand schreibt. Du erkennst die Zahl 1. Das Kind läuft weiter und schreibt die Zahl 2 in den Sand. Das Kind läuft weiter und du siehst, es zeichnet mit dem Stöckchen die Zahl 3 in den Sand. Und bei jeder Zahl, wo das Kind schreibt, fühlst du
dass du tiefer und tiefer fällst. Das Kind schreibt die Zahl 4 in den Sand. Und die 5. Und jetzt siehst du eine riesige 6. Siehst du die Zahlenreihe? Sehr schön. Dir ist bewusst, dass das etwas mit dir zu tun hat. Mit deinem Problem. Das Problem, was wir lösen wollen. Und du bist bereit dazu. Ich fordere dich jetzt auf. Du gehst auf die Zahl 2 zu, die du im Sand vor dir siehst. Du stehst vor der Zahl 1. Du schaust sie dir an. Du hebst deinen Fuß über die Zahl. Dein Fuß geht runter und du wischst sie weg. Du wischst sie weg. Und die Zahl ist verschwunden. Naja, das war schon ein bisschen anstrengend für dich, weil du musstest teilweise auf einem Bein stehen. Aber zufrieden schaust du, die Zahl 1 ist weg. Aber du hast noch 5 weitere vor dir und das ist dir bewusst. Du gehst weiter auf die Zahl 2 zu. Wieder stehst du vor der Zahl 2 und du hebst deinen Fuß über die Zahl und denkst, wird das so anstrengend wie bei der ersten Zahl? Du bewegst deinen Fuß über die Zahl 2. Und irgendwie ist es leichter. Du spürst es in dir. Und es ist leichter für dich, mit deinen Fußsohlen die Zahl 2 wegzuwischen. Die Zahl 2 ist verschwunden. Und du atmest tief durch. Entspannung ist in dir. Die zweite Zahl hast du bewältigt, weggewischt. Es ist die zweite Hürde, die du geschafft hast. Du fühlst bei dir stärkeren Mut und gehst auf die Zahl 3 zu. Und du fragst dich, was noch einmal passieren wird, wenn du jetzt auf die Zahl 3 gehst. Du hebst deinen Fuß, setzt deinen Fuß über die Zahl 3. Doch was passiert jetzt? Es kommt das Wasser. Du spürst dieses Wasser vom Meer an deinen Zehen. Und mit diesem bisschen Meerwasser löschst du jetzt die Zahl 3. No, das ging gut. Das erfreut dich. In dir macht sich eine Freude bereit. Ein starker Wille. 3 habe ich weg. Die Hälfte. Ich habe nur noch 3 Hürden zu nehmen. Entspannter bist du. Entspannt mit einer großen Freude. Und du bewegst dich auf die Zahl 4. Die Zahl 4 siehst du. Und du hoffst, dass es noch leichter geht. Du hast dieses Gefühl in dir. Du hebst
So, meine Lieben, das war ein kleiner Einblick in meine Hypnosearbeit. Natürlich ist es bei jedem Klienten etwas anderes. Jede Sitzung läuft etwas anders ab. Ich wollte euch nur zeigen, wie das ungefähr also abläuft. Das war mir wichtig. Und für euch ist es doch wichtig, dass ihr von den alten Schauergeschichten wegkommt. Das Motto für euch ist: ich will mich befreien. Ich will. Dieses Wort, dieses in euch, ich will, das ist ganz wichtig. Dann klappt jede Hypnose mit euch. Ihr müsst ein kleines bisschen wollen. Ich wünsche euch ein bisschen etwas zum Nachdenken über eine Hypnose, über eure Ängste, über eure Probleme. Und dann ruft mich einfach an. Die Nummer seht ihr hier unten. In Liebe, eure Deria.